Artikelnummer SCP-2265. Objektklasse. Neutralisiert. Ehemals Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-2265 gilt seit dem 24. Oktober 2011 als neutralisiert. Das ehemalige Verwahrungsgebiet von SCP-2265 wurde als frei von anormalen Aktivitäten eingestuft und durch Simon & Chesterton Properties, einer Frontorganisation der Foundation, zur Renovierung und zum Verkauf an private Investoren freigegeben. Masahiro Goto und Andrew Verrett, ehemals SCP-2265-A und SCP-2265-B, befinden sich derzeit im humanoiden Sicherheitsflügel von Standort 68. Ihre mögliche Freilassung wird von der Ethikkommission geprüft. Ehemaliges Verwahrungsverfahren. SCP-2265 ist vor Ort von Sicherheitskräften und Forschern des nahegelegenen Standorts 68 zu verwahren. Das Restaurant rund um SCP-2265 wurde geschlossen und eine Tarngeschichte über einen Termitenbefall verbreitet. Mindestens ein Forscherteam beobachtet SCP-2265 jederzeit mit einer Überwachungskamera. Sollte eine ungewöhnliche Aktivität beobachtet werden, muss dies dem Standortleiter so schnell wie möglich mitgeteilt werden. Beschreibung: Bei SCP-2265 handelte es sich um eine lokalisierte, zweistündige Zeitschleife, die einen 20 Quadratmeter großen Bereich von Marius, einem stillgelegten italienischen Restaurant in Kalifornien, betraf. SCP-2265 war undurchlässig und selbsterhaltend. Das heißt, keine Gegenstände einschließlich SCP-2265-A und SCP-2265-B konnten in die Zeitschleife gebracht werden oder sie verlassen. SCP-2265-A und SCP-2265-B bezeichnen Masahiro Goto und Andrew Verrett, welche zum Zeitpunkt, als sich SCP-2265 manifestierte, Geschichtsprofessoren an der Universität von Kyoto bzw. der Universität von Kalifornien waren. Während des Zeitraums, in dem SCP-2265 aktiv war, konnte nicht beobachtet werden, dass SCP-2265-A oder SCP-2265-B mit fortschreitenden Iterationen der Schleife altern. Sowohl SCP-2265-A als auch SCP-2265-B waren sich keinen Veränderungen in der Umgebung von SCP-2265 bewusst und sahen diese stattdessen als unverändert gegenüber dem Zustand zu Beginn der Zeitschleife. Allerdings war sich SCP-2265-A im Gegensatz zu SCP-2265-B auch über die Zeitschleife, ihre früheren Iterationen und seine Unfähigkeit, die Schleife zu verlassen, bewusst. Der Esstisch, an dem die beiden saßen, und die unmittelbare Umgebung wurden am 13. Januar 1991 zu SCP-2265, als Goto und Verrett bei Marius zu Abend aßen. Zu dieser Zeit besuchte Professor Goto die Vereinigten Staaten, um eine Reihe von Vorträgen zu halten. Er und Professor Verrett aßen zusammen, um diese Vorträge und die Pläne von Professor Goto für seine verbleibende Zeit in den Vereinigten Staaten zu diskutieren. Nachdem die anormalen Auswirkungen von SCP-2265 von den Mitarbeitern des Restaurants festgestellt wurden, wurden Agenten der Foundation entsandt und B-Klasse-Amnestetika an alle Beteiligten verabreicht. Das Restaurant wurde anschließend geschlossen. SCP-2265-A und SCP-2265-B wurden als bei einem Autounfall gestorben gemeldet. Anhang 2265. Einstellung der anormalen Aktivität. Am 24. Oktober 2011 wurde SCP-2265 am Ende seiner normalen Schleife nicht zurückgesetzt und sowohl SCP-2265-A als auch SCP-2265-B wurden sofort auf die veränderte Umgebung aufmerksam. Kurz darauf begann SCP-2265-A hysterisch zu lachen und zu weinen und umarmte wieder und wieder das Personal der Foundation. Sowohl SCP-2265-A als auch SCP-2265-B wurden in Gewahrsam genommen. Nachdem alle Gegenstände im Inneren des ehemaligen SCP-2265 entfernt wurden, wurde der Sicherheitsbereich aufgegeben. Eine Woche später wurden Masahiro Goto und Andrew Verrett als SCP-2265-A und SCP-2265-B deklassifiziert, nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass sie keine anormalen Eigenschaften beibehalten hatten. Anhang 2265-2. Befragung. Diese Befragung fand 4 Tage nach der Rettung von SCP-2265-A aus SCP-2265 statt. SCP-2265-A wird nach seinen Erfahrungen innerhalb von SCP-2265 befragt. Guten Abend, SCP-2265-A. Ah, guten Abend, Doktor. Warum nennen Sie mich immer noch so? Reine Formalität, das versichere ich Ihnen. Wir müssen bestätigen, dass Sie in keiner Weise mehr anormal sind. Anormal? Ich nehme an, so kann man es auch nennen.
In der Tat. Basierend auf unseren Beobachtungen haben wir festgestellt, dass Sie sich der Existenz von SCP-2265 bewusst waren und dennoch wurde Ihr Verhalten im Laufe der Jahre bemerkenswert ruhig. Können Sie mir das erklären? Nun, es war natürlich seltsam, als ich zum ersten Mal erkannt habe, was vor sich ging. Unbehagen, dann Panik, als mir klar wurde, dass wir gefangen waren. Ich versuchte, die Leute außerhalb unseres Bereichs mit Rufen zu erreichen, aber niemand bemerkte mich. Lange Zeit habe ich versucht, alles Menschenmögliche zu unternehmen. Jedes Mal, wenn ich Andrew erzählte, was vor sich ging, bestätigte er es, war beunruhigt und vergaß. Einseifen, ausspülen, wiederholen, wie man so sagt. Und nach einiger Zeit haben Sie den Versuch aufgegeben, die Schleife zu durchbrechen? Was wäre der Sinn gewesen? Wir waren dort gefangen. Nichts, was ich tat, konnte Andrew davon abhalten, nach 2 Stunden wieder alles zu vergessen oder den Prozess aufzuhalten. Es war eine grausame Sache. Aber das Universum kümmerte sich nicht um mein Elend. Was haben Sie dann beschlossen zu tun? Mich anzupassen. Der menschliche Verstand ist ein erstaunliches Ding. Wir können uns an fast alles gewöhnen, solange wir genug Zeit haben. Wenn mich die Schleife einsperren möchte, dann kann ich genauso gut einen Weg finden, damit umzugehen. Wie gestalteten sich Ihre Erfahrungen danach? Die erste halbe Stunde war der schwierigste Teil. Die gleiche verdammte Mahlzeit, immer und immer wieder zu essen, machte mich wahnsinnig. Und Endo sprach immer über seine Dissertationsrevision und fragte mich nach meiner Reiseroute für den Rest der Woche. Immer und immer und immer und immer wieder. Danach entschied ich mich allerdings, die Gelegenheit zu nutzen, die mir die Zeitschleife bot und mich selbst weiterzubilden. Wie das? Professor Véry ist ein bemerkenswert intelligenter und nachdenklicher Mann. Die Gespräche, die wir hatten, die Hunderte, die Tausenden von ihm. Ich habe so viel gelernt. Wir sprachen über Poesie, Literatur, die Natur. Und da die Zeit sich immer wieder zurücksetzte, ging mir nie die Zeit aus, ihn weiter auszufragen. Ich habe so viel geredet, dass ich meinen Akzent fast völlig verloren habe. Das war etwas, was Andrew langsam auffiel. Ich fing an, mein Schicksal zu akzeptieren. Wenn so das Leben nach dem Tod aussieht, dann gibt es schlimmere Schicksale. Dann stoppte die Schleife auf einmal. Und hier sind wir. Wir haben alles getan, um sie aus der Schleife zu befreien, wissen Sie? Wir hätten uns schon früher darum bemüht, wenn wir gewusst hätten... Oh, ich weiß, Doktor. Aber um ehrlich zu sein, ich bedauere es nicht. Wirklich? Ja. Ich hatte keine Frau oder Kinder, bevor wir gefangen wurden. Und meine Eltern sind lange tot. Ich war allein und suchte immer noch nach den Antworten des Lebens, obwohl ich mein Leben der Beantwortung von Fragen der Vergangenheit widmete. Die 2 Jahrzehnte, die ich in diesem Raum verbracht habe, haben mich verändert. Ich fühle mich viel vollständiger, sozusagen. Alles fühlt sich jetzt anders an, als ob ich die Dinge besser einschätzen könnte. Dieses Abendessen mit Andrew, nun, es hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Ich möchte nie wieder dorthin zurückkehren. Aber wenn ich die Gelegenheit hätte, die letzten 20 Jahre auszulöschen, wüsste ich nicht, ob ich das tun würde. Danke, SCP-2265-A. Das wäre alles.